Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Kniepex Zangen Rot Blau erstmalig in High Definition. Alle Kniepex Zangen mit diesen tollen zwei Komponenten Griffen, die der Toolboy besitzt, liegen heute vor uns auf den Schneidematten. Um die soll es gehen. Aber Vorsicht! Wer mit diesen Zangen und obwohl die elektrisch isolierend wären, die Griffe an elektrischen Anlagen und Geräten arbeitet, die nicht durch das Ziehen eines Steckers vom Netz getrennt werden können, der verliert im arbeitstechnischen Umfeld den Versicherungsschutz durch die Berufsgenossenschaften. Und das liegt daran, dass das keine Sicherheitswerkzeuge sind, so wie die von Kniepex mit den rot-gelben Griffen. Weil, das erkläre ich euch vielleicht in dem Video zu den Kniepex-Zangen rot-gelb, die DIN EN50110-1 genau das besagt und die EN60900 verbindlich Merkmale für solche Zangen beschreibt, zum Beispiel über elektrische, geometrische oder mechanische Eigenschaften, die dazu führen, dass man an Anlagen schrauben kann, die man nicht vom Strom trennen kann. Okay? Seid ihr noch da? Egal, es sind für mich die mechanischen Zangen und die sind ganz toll. Das sind meine Lieblingszangen und ich weiß, das sind auch eure Lieblingszangen. Kniepex, the best pliers of the world, und eine ganz passable Auswahl davon liegt heute vor uns. Wo fangen wir an? Ja, mal gar nicht bei den Messern, sondern vielleicht beim Zubehör. Und zwar gibt es für die solche tollen Karabiner mit so einem Banshee-Seil, dass man die ja nicht vom Gerüst wirft und dann wieder runterlaufen muss oder die am Schluss noch jemanden auf dem Kopf landen. Und die baut man natürlich zum Beispiel an Werkzeuge wie diese ergonomische Kabelschere, die jetzt neu erschienen ist in 2022. Aber die baut man auch an solche Werkzeuge und ich meine, die haben dann das Kürzel T. Habe ich nur eins, ja, weil das ist natürlich ganz schwer. Schwere Zange ist die Lineman Pliers. Die kann man übrigens schmieren mit allen gängigen Industrieölen. Am liebsten natürlich mit dem Büchsenöl, dem Hausmittel Ballistol. Und hier, ja, Lineman Pliers, da haben wir erst gedacht, Linienrichterzange, aber nein, natürlich, der Lineman ist natürlich der Mann, der hier auch die Strommasten und so arbeitet, aber halt nur, wenn die stromfrei sind, ne? So, der so Heavy-Duty-Arbeiten macht. Und hier steht auch mal ganz viel dazu oben, der kann Hardwire bis 3 mm oder ein Achtel Zoll abzwicken und das ist auch die 09-02-240, das heißt, die ist 240 mm lang und die hat hier einen Kreuzschliff oben drin, einen dicken, einen massiven Seitenschneider, mit dem abzwicken kann. Und hinten auch noch eine Fläche, mit dem er Sachen grimpen kann oder so Bleche und solche Geschichten. Ja. Wer damit arbeitet, kann man mal Bescheid geben. Das ist so das Monster, die Monster-Kombizange, die es gibt auf der Welt. Die anderen Kombizangen liegen da, und dazu kommen wir gleich. Aber wir waren ja eigentlich nur auf der Seite. Es gibt auch ein tolles mechanisches Messer, wo hier auch so, es ist das 1620 für 500, hier auch so eine scharfe Klinge ist und die Kniepex-Raute, die das auf und zu machen kann. Die ist auch schön federnd gelagert und hat halt hinten auch noch eine Vorrichtung, um die an so einen Fallschutz hinzubauen. Und dann das KDX, das Neukommen, auch ein tolles Messer. Ja, was kann das? Das kann einmal ganz normales Teppichmesser sein. Und wenn man dann hier, also ein flexibles Messer, wenn man dann hier die Führung rausschiebt, dann wird es plötzlich stabil, auch wieder viel Knopf, Hoff drin und hier steht 240337 Wuppertal. Also, und die Zange nicht verwechseln mit 9010165 Zange, sage ich schon. Das tolle Messer mit diesem Metalldruckguss hier, ja, das hält schon einiges aus, das liegt gut in der Hand. Man kann dann auch hier hinten Zusatzklingen reinmachen. Ja, und finde ich eigentlich auch so ganz lit am Beam. Und dann gibt es noch ein Abmantelungswerkzeug, da haben die sich auch einen Haufen dabei gedacht. Und zwar kam hier vorne einmal so ein NYY, was da halt gibt, die gängigen Größen abmanteln, seht ihr das? Und das sind die Messer nur so lang, dass sie eben nicht in die innere Isolierung reinschneiden. Und dann hatten wir hier 02er, 03er,
08er, 1,5er, 2,5er und 4 Quadrat Messer mit drin und da hinten sogar auch noch was für Koaxialkabel. Habe ich schon Versus gemacht von Ritchie und hier außen ist ein Entmantler dabei, um dann den Kabel entlang zu arbeiten. Und toll ist halt hier auch noch, seht ihr, hier ist das kleine Messer drin. Also ganz viel Knopfhoff da drin, dass das hier angesteckt ist, dass man auch tief in die Dose reinkommt zum Abziehen. Ja, die Elektriker und euch, die wissen das zum Schätzen. Also auch ein tolles Tool. So viel zu den Messern. Und weil wir mit den Messern sind, gehen wir gleich zu den zweischneidigen. Da heißen die Schere. Da gibt es drei Stück. Eine diesen tollen Holster. Das ist die, ich meine, 950510. Und es gibt ein bisschen kleinere. Also insgesamt haben sie drei Stück. Die haben wir hinten zum Kabelschneiden. Und hier vorne auch geriffelt und die haben einen Inox mit einer Stärke oder Härte nach Rockwellen von 56. Und da unten auch sogar so einen kleinen Einsatz, mit dem man krimpen kann. Also klasse Tool, kann man sich hier an die Seite hängen. Da gab es schon mal eine andere, nochmal eine gewinkelte. Und jetzt haben die neue rausgebracht, so ein Remake von der, die 950520. Hier mit einer Feder. Auch wieder für Kabel und da vorne geriffelt und da hinten sogar zwei Krimpansätze mit Schlüsselloch und hier, dass man sich die Daumen nicht stoßen kann. Ja? Also tolle Kabelschere, die nenne die gewinkelte Kabelschere, ich nenne die ergonomische Kabelschere. Ne? Die Ergonomie ist die leere. Ach, jetzt habe ich es wieder verkackt. Die Ergonomie ist die Lehre der Corona-Lehre in meinem Kopf. Ne, wer es weiß. Der schreibt es mal drunter. Okay, dann habe ich gesehen, habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt und ich habe festgestellt, ich sage immer und dann und dann und dann. Eine Knips, nicht die Super Knips, die liegt hier noch gar nicht, aber es liegt da eine große Super Knips da. Das ist die 4742-115, die kann Kupfer bis maximal 1,3 mm oder andere Sachen bis 0,8 Durchmesser. Diese hat auch so eine kleine Feder hier drin. Und bei der haben wir schon festgestellt, da hupfen die Drähte nicht so weg, wenn man die in der Elektronik benutzt. Und man sieht auch wieder hier zwei Schwingen, wo die gelagert sind. Und dann mit so einem ganz tollen Chromstahl. Das macht einfach Spaß. Und seht ihr schon, es gibt so Vanadin-Zangen und dann so brünierte Zangen, nenne ich es mal, und irgendwas dazwischen. Ja. Also die hier, die wird wahrscheinlich nie rosten, diese Chromzange. Auf manchen habe ich gesehen, steht es da oben. Bei dem Kobold zum Beispiel, auch ganz heftige Zange. Das ist Chrom-Vanadium-Stahl. Der kann sogar Piano-Drähte bis Durchmesser 3,6. Also geht was, der hat hier unten auch eine Verriegelung. Und da kann man richtig böse abzwicken damit, weil der tolle Übersetzung hat. Die ist bei euch sehr beliebt. Da habe ich viele Empfehlungen gekriegt. Auch Feder zurückgestellt. Herzgeißen, schaut euch die mal an, weil ich habe euch die hier gezeigt. Die hat auch einen Hebel hier eingebaut. Und die kann Piano bis 3 mm Durchmesser. Das ist hier, das war die 7112200 und das hier ist die 7372180F. Und wahrscheinlich steht das F hier für Feder. Oder was auch immer das hier sein mag. Mal schnell schauen. Ah ja, wenn man das hier nämlich so rummacht, dann federt es und man kann es auch die andere Seite legen, dann ist der Federmechanismus ausgestellt. Auch tolle Sache. Und auch richtig heftig Power. Ich glaube, die habe ich euch auch schon mal im Vergleich gezeigt. Und weil wir gerade bei den tollen Geräten sind, zum Knipsen, gibt es ja auch noch den Vorne-Schneider. Der macht Piano bis 2 mm Durchmesser. Und 67.0560 ist eben seine Nummer. Und die haben halt hier zum Beispiel auch so einen kleinen Abrutschschutz, aber die haben die VDE-Zangen haben nur ein bisschen besseren. Gell? Schauen wir uns aber nochmal in Detail in den anderen Videos an. Und ich habe eine tolle Superknips gefunden. Die kann Kupfer bis Durchmesser von 2,1 und Eisen bis 1,2. Das ist nämlich eine 140er. Die kleine Superknips hat 120. Und die ist einfach ein bisschen größer. Und das sieht man auch, ist hier so ein Bolzen drin und eine Feder dran, dass die halt einen kleinen Weg macht. Kann man schnell arbeiten, kann man die ganzen Piano-Seiten durchknipsen. Auch ein tolles Gerät, weil dadurch, dass die ein wenig länger ist, kann man natürlich ordentlich Iwan draufgeben. Und hier vorne ist die geschliffen und hat sogar noch eine Schrägefläche. Okay, das hier ist eine Neuheit.
Die Twin Grip, die ist erschienen dieses Jahr auch mit den zwei Komponenten Griffen, gibt es auch mit getauchten Griffen, ja. Kommt auch noch ein Video, der hat da vorne das tolle Schliffbild. Das habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt, deswegen sage ich da gar nicht so viel. Die Nummer noch 280-02-200. Es gibt auch den Kobold, Nummer kleiner, das ist die 71-02-200. Und der kann aber trotzdem bis 3,6 Piano sein, hat aber keine Federrückstellung und keine Verriegelung. Das ist ein bisschen günstiger. Dann habe ich hier noch das Grimp und Abmantel, das Universal-Tool, wo man sie hier sogar M3, M2,6, M4, M3,5, M5 und sowas Schrauben abknacken kann. Man kann Grimpen 1, 2 und Isol-Größe und dann hier Abmantel von 0,7, 1, 1,5, 2,5, 4 Quadrat, 6 Quadrat. Also da geht einiges, hat auch so ein schönes Schliffbild. Und da oben ja, mit Farbcode diese Drahtschneider ganz vorne an der Spitze und hinten halt auch wieder Grimmwerkzeug 1,5, 2 und 6er. Dann passend zu den Einsätzen mit einer Farbkodierung 97, 22, 40 und dann ein amerikanisches Tool. Es gibt eine Elektroinstallationszange, die euch sehr gut gefällt. Das ist die 137-8, die kann von AWG American Wire Gauge 10 bis 20, steht dann da oben auch. 20 ist das kleinste und 10 ist das größte. Und seht ihr hier toll, wie das geschliffen ist. Ha? Wahnsinn. Wahnsinn mit Spezialwerkzeug. Hier oben auch noch ein Draht, ein Brennerloch, um diese Brennerdüsen aufzumachen. Und da innen schönes, weiß nicht, ob man es sehen kann, Schliffbild. Schauen wir scharf, Schnubbi. Jawohl. Also Längsrillen und hier geriffelte. Und man kann sie sogar noch feststellen. Echt auch ein cooles Tool. 13278, wie gesagt. So, last but not least, einmal die Cobra in dem tollen Vanadin, wo man hier schön stufenweise einstellen kann, was vorne auch so einen ganz speziellen Spezialschliff hat, damit die ordentlich sich ins Leitungsrohr reinbeißt. Ja, und ich weiß, es steht noch das große Zangenfinale aus, kommt schon noch. Vanadin steht da oben. Und zum Schluss die Kniepacks, haben wir es gleich geschafft. 12, 17 bis runter 52, den Kniepacks Zangenschlüssel. Das hier war übrigens die 87-05-250 und das ist die 86-05-250. Also 250er Längen, ja, gibt es in allen Größen. Wie ich finde, ganz feine Werkzeuge und ihr auch. Ich verlinke sie euch alle drunter. Habe ich eine vergessen, die ganz toll ist, die hier noch nicht liegt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Würde mich riesig freuen. Und ansonsten wünsche ich euch gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ade, wasche.